Moin zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute geht es wieder um die Auswertung des Wettkampfes am Wochenende. Also bei der LREC war ich ja. Und ich habe natürlich auch das Kaliber Magnum geschossen. Das mache ich auch schon einige Jahre mit der Hinel RS9 im Kaliber 338 Lapua Magnum. Und ich würde gerne die Ergebnisse vom Training und vom Wettkampf heute auch nochmal darlegen. Denn im Kaliber Magnum hatte ich ja noch etwas bessere Ergebnisse als in der Disziplin Sniper Open mit der Tika, was mich doch sehr gefreut hat. Aber dazu komme ich gleich im Einzelnen. Ganz kurz zum Gewehr. Ich habe das ja schon öfter vorgestellt. Auch die einzelnen Komponenten sind alle bekannt. Aber ganz kurz zur Ausstattung. Die Hinel RS9 ist qualitativ super und für mich völlig ausreichend. Ich brauche da keine Monster-Schießmaschine. Damit kann man also, wenn man ordentlich übt, auch mithalten, wenn man den Wind richtig lesen kann. Das ist wohl das große Übel dabei. Ich habe hier drauf eine Eratak-Montage. Das ist die originale. Ich habe ja hier die KSK-Ausführung von diesem Gewehr. Und hier oben drauf sitzt dann das Steiner, das habe ich auch schon vorgestellt. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich heute eher ein Kalis nehmen würde oder wenn das, wenn mehr Geld vorhanden ist, ein Zero Compromise, weil die nochmal besser sind. Vor allem bei den Klicks, das ärgert mich immer wieder sehr. Die Klicks gefallen mir immer weniger. Hier oben drauf ist noch ein Aimpoint, den brauche ich ganz ehrlich gesagt nicht wirklich. Aber ich hatte den mal raufgebaut und seitdem nicht wieder abgenommen. Ich habe eine Libelle extra draufgebaut hier mit dem Schusswinkelkompensator. Den braucht man nur an den Bergen, ganz klar. Und die Libelle ist aber wichtig, denn die Eratak hat ja keine drin und das Gewehr hat auch keine. Und die braucht man auf jeden Fall für die größeren Entfernungen. Das wäre das Gerät. Bremse dran, kein Schalldämpfer, obwohl ich einen dafür habe. Und hier vorne ist das Fortmeyer drauf für diese große Waffe. Ein ideales Zweibein, reicht völlig aus. Und der ganze Schaft ist natürlich einstellbar. Ich habe hier noch eine Schaftabdeckung, weil das ballert schon ganz schön. Und das ist sehr, sehr angenehm. Hier unten ist ein Monopod dran, was ich quasi nie benutze. Da wäre besser, wenn man eine Schiene anbaut für den Sandsack. Ich nehme ja immer den gleichen Sandsack, also das kleine Mini-Ding von meinem dynamischen Long Range. Das geht hierfür auch. Also überhaupt kein Problem, wie man auch an den Ergebnissen sehen kann. Das Gewehr hat schon einige Wettkämpfe hinter sich. Ich habe hier einige Aufkleber drauf auf beiden Seiten, sodass ich weiß, wie ich damit umgehen kann. Ich habe ja eine neue Munition gebaut, eine stärkere, die hart an der Grenze ist. Und mit der komme ich auch besser klar. Und das zeige ich euch jetzt gleich mal an der Auswertung meiner Trainings- und Wettkampfergebnisse. Kommen wir zur Auswertung. Ich fange mal beim Training 300 Meter an. Aber ich muss gleich vorweg sagen, dass ich wieder mal einen Fehler gemacht habe. Ja, man macht nicht nur einen, man macht immer mehrere Fehler auf einem Wettkampf. Ich habe eingeplant eine bestimmte Menge Munition bei Magnum und habe eingeplant für das Training immer nur 5 Schuss pro Entfernung. Also nicht 10, die darf man ja machen. Aber ich habe vergessen, dass man Sichtschüsse machen kann und habe also quasi für den Wettkampf 9 Schüsse zu wenig eingeplant. Und die musste ich jetzt von meiner Trainingsmunition noch abziehen. Dafür hatte ich nur, ich glaube, 15 oder 20 Schuss. Und da blieben dann nur noch 10 Schuss übrig, weil ich wollte noch 1 bis 2 Schuss Reserve haben. 10 Schuss auf 3 Entfernungen ist natürlich ein bisschen dumm. Ich habe mir dann gesagt, okay, auf 300 Meter muss ein Schuss Probe für die Sicht reichen und ein Schuss korrigieren. Für 600 jeweils 2 Schussprobe zweimal korrigieren. Das gleiche für 800 Meter. Ob das funktioniert, wusste ich vorher nicht, aber es sieht ganz gut aus. Gucken wir uns mal das Training an. Ich habe die 300 Meter geschossen. Ich war wie immer 2 Klicks zu tief. Das hatte ich das letzte Mal schon in Polen festgestellt. Meine Berechnungen stimmen nicht ganz. Der BC wird nicht ganz okay sein. Den muss ich jetzt verändern. Das heißt, jetzt habe ich genug Daten und jetzt werde ich das neu berechnen, sodass meine Berechnungen auch stimmen. Und die Ergebnisse sind für diese Berechnung super und die werde ich dann nehmen. Ich habe hier unten hingeschossen auf eine 5. Das ist ein ganzes Ende weg. Das heißt, mit diesem einen Schuss, der musste ja auf der Scheibe sein und das war mir auch klar, dass der drauf ist. Aber er war eben halt viel zu tief und dann war es noch der erste, der liegt immer zu tief bei der Munition.
Und das ist natürlich ein bisschen übel, weil ich nicht genau wusste, wie hoch ich dann stellen muss. Bei der Ticker passiert mir das nicht. Da habe ich ja hexagonales Bornitrit, da habe ich einen Schuss wie der andere. Bei dieser normalen Munition habe ich den ersten Schuss immer als Tiefschuss. Leider. Ich habe dann trotzdem ausgeglichen und im Wettkampf nochmal neu berechnet und dann diese Differenz zu meiner alten Berechnung wieder draufgerechnet. Und damit bin ich super gefahren. Das ist das Wettkampfergebnis. Berechnet habe ich 11 in der Höhe und 0,5 links. Geschossen habe ich aber 14 in der Höhe und 0. Der Wind war total tricky. Der ging so ein bisschen immer um den Nullpunkt herum. Und das ist eine ganz fiese Sache. Und den ersten Schuss sehe ich natürlich nicht, wenn ich ihn ins Schwarze haue. Und ich habe relativ schnell geschossen, weil ich, wenn ich schnell schieße, besser schießen kann. Und das Ergebnis hat mir recht gegeben. Ich habe also volle Punktzahl, 100 Punkte. Mehr geht leider nicht. Ich habe eine Innenzehn, also ein X. Diese X sind dann leider dafür verantwortlich, dass ich nicht den ersten Platz habe, sondern den dritten. Das heißt, drei Leute haben es überhaupt nur geschafft in dieser Disziplin, bei diesen ganzen vielen Startern 100 Punkte zu schießen mit teilweise ziemlichen Schießmaschinen, sage ich dazu immer. Und ja, man muss ein bisschen Glück haben. Alle sind in der 10 drinne und ich habe 100 Punkte bei einem Streukreis von 65 mm. Das darf man jetzt nicht vergleichen mit einem Schießstand und Wellen oder einer Indoor. Wir haben da draußen Wind, Dreck, wenig Platz, das Geknalle nebenan von Magnum-Kalibern, den Salzstreuer durch den Sand in die Augen. Das ist schon unlustig. Ich habe übrigens die Probeschüsse hier unten hin gemacht wieder. Warum auch immer ich wieder mit 11 angefangen habe. Aber die 14 waren dann korrekt. Ein besseres Ergebnis kann ich nicht schießen und viele andere wahrscheinlich auch nicht. Und damit bin ich super zufrieden. Dritter Platz. Was will man mehr? Habe ich mich sehr gefreut. Natürlich gibt es keine Einzelwertung, aber das ist im Endeffekt egal. Damit bin ich also super zufrieden. Gucken wir uns mal die 600 Meter an. Die beiden Probeschüsse, die ich gemacht habe, lagen etwas mit dem Wind rausgeweht, aber schon fast in der Mitte. Ich habe dann einen Klick dazu genommen und habe den Wind stärker ausgeglichen und habe zwei Zähnen. Und man sieht hier die beiden Schüsse und hier die beiden Schüsse mit einem sehr kleinen Streukreis. Das sowas gefällt mir natürlich. Das muss man aber leider im Wettkampf auch wieder schaffen. Und das ist immer das Problem. Aber da war ich schon mal frohen Mutes, weil das super funktioniert hat. Das ist ja nicht immer so beim ersten Schießen im Wettkampf. Aber damit bin ich schon konform gegangen. Das heißt, ich wusste für den Wettkampf schon, wo ich ungefähr hin muss. Natürlich herrschen am nächsten Tag wieder komplett andere Verhältnisse. Vor allem auch der Druck war deutlich höher, also der Luftdruck. Ich gehe mal weiter zur Wettkampfscheibe. Mein Hochgestelle hat funktioniert. Das heißt, ich habe 40 berechnet und durch dieses etwas niedrige Liegen gestern beim Training habe ich dann mit 45 h geschossen. 45 h. Und bin dann hier oben hingekommen und habe dann quasi nur ein Stückchen weiter runtergehalten und ein ganz klein bisschen links. Ich habe also hier hingezielt und das war genau richtig. Das heißt, wenn der Wind nicht gewesen wäre, hätte ich hier alle in der Mitte. Aber ich habe durch den Wind drei verloren. Der Streukreis selber in der Höhe ist super. Insgesamt ist er natürlich jetzt recht groß geworden durch den Wind mit 25 cm. Aber in der Höhe gefällt mir das wirklich sehr. Es macht es also möglich, komplette Zähne zu schießen. Habe ich nicht geschafft, leider. Es sind 1, 2, 3, 4, 5 Neunen dabei und halt die Dinger, die draußen sind. Und das ist natürlich ärgerlich. Aber so ist das nun mal. Ich habe hier aufgeschrieben, wechselnder Wind, Gegenwind. Ja, da konnte ich nicht mehr. Aber ich bin total zufrieden, ehrlich gesagt. Und ich habe 89 Punkte und das ist für mich mit diesem Streukreis super, bin ich super zufrieden. Man kann nicht immer gewinnen, aber wichtig ist dabei ja nicht einmal ein gutes Ergebnis zu schießen. Ja, wenn ich einmal ein gutes Ergebnis schieße hier, dann kann es auch Glückssache sein. Ich muss das ja kontinuierlich machen und ich habe das bei Sniper Open geschafft, kontinuierlich, bis auf die Tausende.
Und ich habe das auch mit Magnum geschafft, kontinuierlich, wie man gleich sehen wird. Und das ist ja das Wichtige. Sonst weiß ich nicht, ist es Zufall oder kann ich wirklich schießen. Gucken wir uns mal das Training für 800 Meter an. Meine beiden Sichtschüsse lagen schon mal super. Ich habe dann den Wind weiter auskorrigiert und habe ein ganz klein bisschen höher gehalten, weil ein Klick macht es ja nicht. Hatte ja bloß zwei Schuss und da weiß man immer nicht, wie der Streukreis ist. Ich habe das also gelassen und man sieht auch, die Höhe hat genau gestimmt an dem Tag, aber der Wind nicht mehr. Na, ich habe zu viel ausgeglichen und der Wind war wieder anders. Na, dazwischen liegen 10 Minuten und das kann man dann vergessen. Das war so unterschiedlich. Da habe ich schon gedacht, oh, oh, wie wird das wohl beim Wettkampf bei 800 Meter? Das ist ja schon ziemlich weit, um ordentliche Ringe zu schießen. Und gucken wir uns mal das Ergebnis an. Ich habe also nicht so viel geändert, außer diese Differenz wieder, die ich bei allen Ebenen hatte. Das heißt, ich habe berechnet 64,4 und habe dann 68 geschossen, bin also ein bisschen runtergegangen wieder und bin damit super gefahren, also wirklich super. Wenn man mal diesen einen Ausreißer hier oben wegnimmt, der durch mich natürlich entstanden ist, weil die Höhe das war, das war, dann habe ich hier so einen Streukreis, den rechnen wir gleich noch dazu, dann kann ich mich überhaupt nicht beschweren, vor allem wenn ich diese Schüsse alle sehe in der Höhe. Besser schaffe ich das auf gar keinen Fall. Und leider hat mir der Wind ein Schnippchen geschlagen. Ich habe 2L berechnet, habe auch 2L geschossen. Das war jetzt nicht so schlecht. Das ist nicht mal ein Klick. Naja, ab hier ist es ein Klick. Ich hätte einen Klick weiter rüber müssen. Das sind ja auf 800 Meter 8 Zentimeter. Ja, das sind ungefähr hier 8 Zentimeter. Dann wäre alles hier drüben gewesen und ich hätte mich richtig gefreut. Aber naja, immerhin 89 Punkte auf 800 Meter. Das heißt kontinuierlich 100 Punkte, 89 Punkte, 89 Punkte. Das war für mich super. Damit konnte ich in der Gesamtwertung auf Platz 13 landen bei dieser Konkurrenz, was ich für mich als sehr gut empfinde, weil ich durchgängig gut geschossen habe. Und das ist mir sehr wichtig gewesen. Man muss beim Wind auch ein bisschen Glück haben, dass man das richtig ermittelt. Gucken wir uns mal die Königsklasse an. 1100 bzw. 1054 Meter. 1054 Meter. Ich habe ausgerechnet 103 Klicks, habe natürlich die Differenz von diesen vier Klicks, dreieinhalb Klicks draufgerechnet, hätte aber noch mindestens zwei Klicks höher rausgehen müssen. Ich habe dafür keine Werte gehabt. Leider mit dieser Munition habe ich noch nie auf eine Scheibe geschossen. Die habe ich ja neu entwickelt. Und dafür, dass ich damit noch nie geschossen habe und einfach nur dieses hochinterpoliert habe, bin ich relativ gut abgekommen. Aber drei Klicks nach oben haben mir gefehlt. Also wirklich drei Klicks. Das ist der Mittelpunkt liegt hier und das sind 30 cm. Und die hätten das natürlich nach oben verlagert. Ich habe hier eine relativ gute Gruppe in der Mitte. Da ist einer weg, da ist einer weg. Das habe ich ja schon beim anderen bei 800 Meter gehabt. Aber die Höhe hier wäre völlig okay für mich. Naja, insgesamt bin ich trotzdem super zufrieden, denn der Wind war echt total tricky. Und den Wind habe ich super eingeschätzt. Ja, die beiden sind rausgeweht worden. Aber ansonsten hat es funktioniert und darüber bin ich sehr, sehr froh. Und es hat gereicht für 70 Punkte und man kann an den Ergebnissen sehen, beim Magnum auf dieser Entfernung, dass alle damit Probleme hatten und dass es nur sehr wenig Leute besser geschafft haben. Ich habe dann den leider undankbaren siebten Platz bekommen, weil die ersten sechs gehen vor und das Undankbare dabei war, ich habe 70 Punkte und mein Vorgänger auf dem sechsten Platz hat auch 70 Punkte. Und der einzige, ne, dieses Ding hier, die beiden Dinger haben mir das quasi versaut. Also den Streukreis und dadurch lag ich mit dem Streukreis etwas schlechter und habe dann nicht den sechsten, sondern den siebten bekommen. Ärgerlich. Trotzdem freue ich mich natürlich sehr in diesem großen Starterfeld den siebten gemacht zu haben noch. Und darüber bin ich sehr froh. Ich habe dann quasi in allen Disziplinen eine gute Leistung abgeliefert und habe gerade beim Magnum auch wirklich alle Entfernungen kontinuierlich gut geschossen. Für mich sehr gut.
Und ja, es gibt natürlich weiter eine Steigerung, eine Steigerungsmöglichkeit. Ich habe jetzt bessere Daten gerade für die weiteren Entfernungen. Und es kann nur besser werden, wenn ich mehr Daten sammle und meine Flugbahnberechnung anpassen und korrigieren kann. Das war die Auswertung für das Magnum-Schießen. Und am meisten habe ich mich natürlich über 100 Punkte bei 300 Metern gefreut und dass ich da quasi mit ganz vorne gestanden habe und dann auch nicht so weit abgefallen bin. Schönes Event, schöne Ergebnisse für mich und das nächste Video zum Schießen gibt es über die LREC. Ich muss mal gucken, ob ich das schaffe. Ich muss das Camp ja noch vorbereiten und am Wochenende geht es wieder schießen. Ich schieße noch einen Jagdwettkampf mit. Am Freitag, Sonntag und ja, dann kommt das Camp am Montag, Dienstag und Freitag. Also schießen, schießen, schießen diesen Monat und danach kommt ja noch die Longshot. Es geht also rund weiter und ich hoffe, dass ich das schaffe. Ich versuche es, wenn nicht, nicht böse sein. Vielen Dank fürs Reinschauen. Das war schon wieder über einen Daumen hoch, würde ich mich natürlich wie immer freuen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen und ja, ich sage danke und ciao, bis zum nächsten Mal.